Oh mein Gott, so schlecht wird die GTA 6 Gameplay-Auflösung werden. Über Gaming. Direkt mal ein Abo. Wir gehen rein. Hallo Leute und herzlich willkommen bei diesem ultra spannenden Video, denn heute geht es mal wieder um GTA 6. Ja Freunde, gespannt und händereibend warten wir auf den 8. August, denn da soll es beim Earning Call neueste Informationen zu GTA 6 geben. Währenddessen tun natürlich Fans oder auch Experten diskutieren. Eins der größten Themen ist natürlich die Grafik, denn viele sind sich nicht einig, wie die Grafik am Ende werden wird. Die einen Experten sagen, der Trailer ist komplett gelogen, die anderen wiederum sagen, es ist 1:1 Gameplay. Doch wie ist eigentlich die Auflösung? Durch diverse Leaks, Informationen vom Trailer und die Meinung der Experten können wir das nun beurteilen. Haltet euch fest, das wird euch von den Socken hauen. Daily Upload Tag 8. Bei 333 Likes kommt morgen wieder direkt ein neues Video. Ja, Freunde, GTA 6 und die Auflösung. Man muss sagen, die Auflösung oder allgemein die Grafik ist das Thema Nummer 1. Denn die Grafik entscheidet auch schlussendlich, wie realistisch die Welt sein wird. Vor allem müssen wir beachten, die Konsolen haben auch eine gewisse Grenze. Denn je besser die Grafik werden sollte, desto theoretisch kleiner wird die Spielwelt werden. Denn wie bereits gesagt, wird die Konsole sonst an die Grenzen gebracht. Doch heutzutage gibt es in der Entwicklung ein gewisses KI und eine KI tut einen virtuellen Platz schaffen, sodass die Konsolen doch mehr können als wie früher. Deshalb dachte ich, wir reden heute ausführlich über diese Thematik. So, kommen wir erstmal zu den Leaks. Ja, die Leaks wurden vor gut 2 Jahren veröffentlicht und sind natürlich komplett viral gegangen. Das Einzige, was die meisten gesehen haben, war das, was zu sehen gab. Doch um mehr zu sehen, muss man natürlich in die Details gehen. Denn unten rechts sieht man ja einen Balken. Und dieser Balken ist sehr wichtig für den Programmierer, denn dieser zeigt, wie das Spiel gerade läuft. Und wenn man sich diverse Balken durchguckt, merkt man einfach, dass das Spiel im Programmmenü ca. 30 FPS läuft. Also wie gesagt, im Programmierbereich. Wenn man sich die Grafik anguckt, sieht man, dass das Ganze nicht auf voller Auflösung läuft. Außerdem unterscheidet sich das Ganze ja komplett, weil es in der Programmiersprache läuft. Und da ist die Grafik und der Endschliff natürlich nicht wichtig und nicht entscheidend. Denn der Programmierer schaut nicht auf die Optik, sondern auf die Mechanik. Bedeutet, das, was wir da im Allgemeinen sehen, ist die vereinfachte Version. Und diese 30 FPS, was wir in den Leaks gesehen haben, haben schlussendlich nicht zu heißen. Nestotrotz muss man sich auch diese Leak-Aufnahme angucken und diese Leak-Aufnahme gehört zu den schönsten Leak-Aufnahmen, denn da sieht man GTA 6 schon im fortgeschrittenen Stadium und natürlich immer noch ohne Feinschliff. Nestotrotz kommt die Grafik schon sehr nah an Red Dead Redemption 2 ran. So, jetzt haben wir den Stand, dass 30 FPS das Mindeste sein wird. Doch was sagen die Experten dazu? Ja, das Expertenteam von Digital Foundry hat sich auch zu dem Trailer von GTA 6 oder auch dem Gameplay geäußert. Und was sie da sagen, wird den meisten nicht gefallen. Ich habe mir die Mühe gemacht, dieses Interview für euch mit der KI zu übersetzen, sodass es komplett auf Deutsch ist. Es ist wahrscheinlich, dass ein PS5 Xbox Series X das Ziel des Trailers ist. Ja, ich stimme zu. Ich würde dem zustimmen. Also könnten wir annehmen, dass es vielleicht ein Ziel von 720p ist. Das klingt für mich wirklich realistisch, basierend auf all den anderen Spielen, die wir bisher gesehen haben. Ich habe das Gefühl, dass sie, wenn sie so intensiv an diesen Raytracing-Effekten arbeiten, sie nicht einfach entfernen können. Man kann nicht einfach sagen, oh, ich schalte das jetzt aus. Man benötigt einen Plan B und muss es richtig machen, damit es gut aussieht. Ich glaube, das ist einer der Fälle, in denen sie es schaffen müssen. Wir werden also sehen, was das bedeutet. Ja, Freunde, wie man da ganz klar raushören kann, wird es auf der Xbox Series S mit 720p laufen. Ja, das ist natürlich jetzt nicht der Burner, denn es wurde ja sogar gemunkelt und gesagt, dass das Ganze vielleicht sogar im 4K erscheinen wird. Und wenn man sich dieses Beispiel hier anguckt, sieht man einen enormen Unterschied von 720p auf 4K. Da ist das Internet natürlich komplett durchgedreht und diese Konsole wurde komplett verflucht. Denn viele sind der Meinung, dass es die anderen Konsolen runterziehen wird, da Rockstar Games sich natürlich immer an das Schwächste anpasst.
und die anderen Konsolen bekommen quasi nur ein kleines Update. Doch Freunde, vergiss nicht, die Xbox Series S ist natürlich extra dazu da. Und zwar hat diese allgemein eine schwächere Leistung als die Xbox Series X. Und da wären wir beim Knackpunkt. Wie wird es eigentlich mit der PlayStation 5 oder mit der PlayStation 5 Pro aussehen? Und natürlich der Xbox Series X. Denn da sollte natürlich die Grafik viel besser werden. Und da wurde auch fleißig diskutiert, dass man entscheiden kann, ob man das Ganze eher in 4K spielen will oder doch lieber mit 60 FPS, aber dafür eine schlechtere Auflösung. Und zu dieser Thematik hat sich noch ein Experte geäußert, und zwar Richard Ledbetter. Und das ist sogar der Gründer von Digital Foundry. Also wenn einer Ahnung hat, dann natürlich der. Denn er hat sich die Daten und die Leaks zu der PlayStation 5 Pro angeguckt und ist der Meinung, dass der aktuelle Stand so ist, dass es trotzdem sogar auf der PlayStation 5 Pro mit 30 FPS laufen wird. Er meinte, es müsste ein Wunder passieren, dass es auf der PlayStation 5 Pro mit 60 FPS läuft, da die CPU auf der PlayStation 5 Pro nur 10% mehr Leistung hat als auf der normalen PlayStation 5. Dazu sagt er auch noch, dass es bisher keinen einzigen GTA-Teil gab, wo mit 60 FPS gelaufen ist, und GTA 6 wäre quasi der erste Teil, der so krass läuft. FPS sind zwar wichtig, jedoch jetzt für dieses Story-Game nicht unbedingt. Denn FPS sind quasi Bilder pro Sekunde. In dem Fall wären es 30 bis 60 Bilder pro Sekunde. Und vor allem ist das Ganze wichtig bei Shooter-Games. Natürlich kann man GTA 6 auch irgendwo als Shooter-Game sehen, jedoch ist es nicht unbedingt ein Bestandteil. Was dem Experten aber jedoch aufgefallen ist, dass die Verarbeitung der Konsole viel besser sein wird. Bedeutet, die Grafik wird einfach nur ein Schmackofatz fürs Auge werden. Denn die grafische Verarbeitung hat sich circa verdreifacht, wenn das nicht Top-Neuigkeiten sind. Dann gab es noch diesen Ex-Mitarbeiter von Rockstar Games, der gesagt hat, dass der Trailer 1:1 genauso sein wird, wie das Original-Gameplay, was wir auch auf den Konsolen zocken werden. Das Einzige, was beim Trailer anders ist, als wie zum Release, er meinte, dass da einige Filter verwendet wurden, das Ganze aber nur von den Farben her. Bedeutet, wenn wir dem Ganzen vertrauen sollten, werden wir nicht enttäuscht werden. Ob jetzt GTA 6 wirklich mit einer 4K-Auflösung oder vielleicht sogar mit 60 FPS erscheinen wird, das werden wir wahrscheinlich mit der Zeit rausbekommen. Doch eine Sache ist auch noch wichtig und nennenswert. Rockstar Games hat eine diverse grafische KI und eine grafische KI hat ebenfalls eine PS5 Pro. Von den beiden hat man ins Detail noch nichts gesehen. Jedoch könnte ich mir vorstellen, wenn diese beiden harmonieren, dass die Konsole dann eine grafische und FPS-technische Verbesserung haben könnte, sodass die KI mit einer virtuellen Leistung arbeitet. Somit würde die Konsole die Leistung nicht verlieren, da die KI das förmlich herstellen würde. Und das wäre mal wieder ein Beispiel für Rockstar Games, die Gaming-Szene wieder mal um einen Meilenstein verändern würden.